Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, um ein Video von mir zu schauen. Heute beginnt das YouTube-Projekt Meine Top 3 Superfoods und ich habe bei 6 anderen YouTube-Kanälen angefragt, ob sie mich bei diesem Projekt unterstützen mögen. Und ihr erfahrt in den nächsten Tagen bis zum 21.06. etwas über 21 Superfoods. Mit dabei sind die Kanäle Christian Groß Vegan, Gemeinsam Vegan, Nadine Hagen, Heike Bauer, Die Rohkostlinge und Vegan Feeling. Und ich verlinke euch die Kanäle, die 6 anderen Kanäle, in die Infobox unter dieses Video. Und nach dem 21.06. findet ihr in der Infobox unter diesem Video die 6 anderen Videos der Kanäle. Was sind eigentlich Superfoods? Superfoods sind Lebensmittel mit einer außerordentlich hohen Konzentration an Nährstoffen, die einen positiven Effekt auf unser Immunsystem, unser Wohlbefinden haben und die auch eine hohe Heilwirkung haben. Aber es gibt gar keine klare Grenze oder Definition, was ist ein Superfood und was nicht. Denn das Wort Superfood, das ist eher so ein Marketingwort, um Superfoods aus aller Welt hierzulande an den Mann zu bringen. Für mich ist es eigentlich wichtig, dass Superfoods, wenn möglich, aus Wildwuchs stammen, dass sie biologisch angebaut sind und so unverarbeitet wie möglich sind. Und meine Nummer 1 unter den Superfoods ist natürlich, wie soll es anders sein, Wildgrün. Also Wildkräuter, Süßgras und Baumblätter. Und ich habe mir ein besonderes Wildgrün herausgesucht, nämlich die Vogelmeere. Und wer meine Videos so ein bisschen verfolgt, der wird ja wissen, in meinem Wildkräutervideo, in Teil 1 habe ich Vogelmeere schon vorgestellt, dann kürzlich habe ich auch ein Video gemacht, welche Wildkräuter ich am liebsten für grüne Säfte verwende. Da war natürlich auch die Vogelmeere dabei und auch diesmal bei meinen Top 3 Superfoods steht die Vogelmeere an erster Stelle, ist unbedingt mit dabei. Und bevor ich euch noch ein bisschen etwas über die Vogelmeere erzähle, möchte ich euch erstmal die Vogelmeere in der Natur zeigen. Das ist die Vogelmeere, das ist eine kleine zarte Pflanze mit weißen Blüten. Und diese Pflanze kommt, also habe ich zumindest noch nie erlebt, nur als Einzelpflanze vor. Wenn, dann gibt es sie gleich einmal in größeren Mengen. Und durch ihren kleinen Wuchs hat sie eine bodendeckende Wirkung. Und die Vogelmeere, die findet ihr an Wegrändern, im Wald, auf Schutthalden, auf brachliegendem Land oder auf Äckern. Das Wort Vogelmeere kommt wohl daher, dass vor allem Vögel gern dieses Wildgrün fressen. Von der Vogelmeere kann man, die ist eigentlich komplett verwendbar. Ihr könnt den Stängel essen, die Blüten essen, die Samen essen und die Blätter essen, genau. Und der Geschmack ist sehr mild, erinnert an jungen, rohen Mais. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Vogelmeere vor allem gern bei Kindern also sehr beliebt ist. Die mögen diesen milden Geschmack, der schmeckt, also Vogelmeere schmeckt nicht bitter oder würzig oder sehr herb, also wirklich ein super Wildgrün für Kinder. Und das Tolle ist ja für mich an der Vogelmeere ist, dass sie ja fast das ganze Jahr übersammeln kann. Also sie keimt und treibt sogar bei geringen Minusgraden unterm Schnee. Also ich glaube, ich habe in dem letzten Jahr vielleicht 4 Wochen auf Vogelmeere verzichten müssen. Ich habe also 11 Monate im Jahr Vogelmeere sammeln können und das macht sie für mich so wertvoll. Und wertvoll sind auch die vielen Mineralstoffe und Vitamine, die dieses tolle Wildgrün enthält. Wenn man jetzt zum Beispiel 100 Gramm Vogelmeere mit 100 Gramm Kopfsalat vergleicht, dann hat Vogelmeere zum Beispiel 2-mal mehr Kalzium, 3-mal mehr Magnesium und Kalium, 7-mal mehr Eisen und 2 bis 8-mal mehr Vitamin A und Vitamin C. Dann enthält Vogelmeere auch die Vitamine B1, B2, B3, enthält Schleimstoffe, Saponine, dann auch Rutin, das ist ein sekundärer Pflanzenstoff. Dann enthält Vogelmeere auch Kieselsäure und enthält viel hochwertiges pflanzliches Eiweiß. Die Vogelmeere wirkt blutreinigend, blutstillend, kühlend, abschwellend, schleimlösend, entzündungshemmend und beruhigend. Und sie hat sogar die Fähigkeit, Narbenbildung zu reduzieren. Und im Samen der Vogelmeere sind Stoffe enthalten, die das Wachstum von Pilzen und Bakterien hemmen. Dann regt die Vogelmeere auch den Stoffwechsel und die Verdauung an. Und das ist auch zum Beispiel in Wildgrün, was die Frühjahrsmüdigkeit vertreibt, weil die Vogelmeere ist ja sehr nährstoffreich und die gibt dann Lebenskraft durch ihre vielen guten Nährstoffe. Und was kann ich noch zu Vogelmeere sagen? Ah ja, ihr habt ja die kleinen weißen Blüten gesehen. Und wenn ihr draußen Vogelmeere sammelt und seht, die Blüten sind offen, dann könnt ihr davon ausgehen, dass in den nächsten 4 Stunden schönes Wetter ist. Wenn es nämlich
in den nächsten Stunden dann anfangen sollte zu regnen, dann schließen sich diese Blüten. Das ist immer ein guter Indikator dafür, ob schönes Wetter ist oder nicht. Das ist übrigens auch bei Gänseblümchen so. Kommen wir nun zu Nummer 2 meiner Top 3 Superfoods. Und ich nenne erstmal einen Oberbegriff. Die Nummer 2 sind bei mir eindeutig die Sprossen. Denn Sprossen sind so unglaublich nährstoffreich und für mich gibt es im Winter keine frischeren Lebensmittel als Sprossen. Denn wenn ihr Sprossen selber anbaut, dann bestimmt ihr auch den Erntezeitpunkt und könnt diese Sprossen ernten und dann so frisch wie möglich essen und euren Körper optimal mit Nährstoffen versorgen. Also nicht nur im Winter, sondern das ganze Jahr über könnt ihr euren Körper optimal mit Nährstoffen versorgen. Und in diesem Video möchte ich euch meine absoluten Lieblingssprossen vorstellen, die ich jetzt schon seit fast ca. 15 Jahren verwende. Und es waren auch die ersten Sprossen, die ich je in meinem Leben gezüchtet habe. Und sie sind aus meinem Leben eigentlich auch gar nicht mehr wegzudenken. Und meine Lieblingssprossen sind Alfalfa-Sprossen. Ich züchte sie in solchen Keimschalen. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen, weil die Sonne jetzt auch ein bisschen durchs Fenster scheint. Ich kann es auch ein bisschen weiter weghalten. Vielleicht könnt ihr das so ein bisschen erkennen. Genau. Und ich schätze sie auch sehr an diesen Sprossen, dass sie diese kleinen grünen Blättchen ausbilden und mich somit auch gut mit Chlorophyll versorgen. Das finde ich ja so genial an diesen Sprossen. Und die Pflanze, also die, ich weiß nicht, ob man auch Alfalfa zu der Pflanze sagt, aber die, das ist eine alte Nutzpflanze, man sagt eigentlich auch Luzerne dazu. Und das ist eine alte Nutzpflanze, die kommt aus der Familie der Hülsengewächse. Und was ich ja schön finde, Alfalfa, das ist ein arabisches Wort und heißt so viel wie Vater aller Nahrung. Und das bezieht sich darauf, weil eben diese Alfalfa-Sprossen so einen unglaublichen Nährstoffgehalt haben. Sie haben fast alle Vitamine und Mineralstoffe, die wir benötigen. Die haben Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin K, Vitamin B1, B6. Sie beinhalten Kalium, Calcium, Magnesium, Eisen, Phosphor, Zink. Sie beinhalten zum Beispiel auch zwei essentielle Aminosäuren, Tryptophan und Tyrosin. Dann haben sie eine super gute pflanzliche Eiweißquelle, also Alfalfa-Sprossen, also 100 Gramm Alfalfa-Sprossen, das sind ungefähr, dann enthalten ungefähr knapp 35% Eiweiß. Also ihr könnt euch über Alfalfa-Sprossen wunderbar mit sehr hochwertigen pflanzlichen Eiweiß versorgen. Ich habe ja schon das Chlorophyll auch angesprochen, was in diesen grünen Blättchen ist. Und dieses Chlorophyll und auch sekundäre Pflanzenstoffe, die helfen zu unterstützen zum Beispiel die Entgiftung. Und Alfalfa enthalten auch einen hohen Saponingehalt. Und dieser Saponingehalt, der explodiert nochmal sehr extrem beim Keimprozess. Es soll also bis zu 450% steigen, dieser Saponingehalt. Also es ist unglaublich. Kommen wir nun zu den Heilwirkungen von Alfalfa-Sprossen. Also Alfalfa regt den Stoffwechsel an und wirkt bei rheumatischen Erkrankungen abschwellend und schmerzlindert. Dann wirken Alfalfa-Sprossen auch entzündungshemmend, blutstillend und sind auch gut für den Darm. Ich hatte ja den hohen Saponingehalt erwähnt und es hat sich gezeigt, also die Behandlung mit Saponinen kann die Produktion von entzündungsfördernden Giftstoffen im Darm reduzieren. Also wirklich sehr, sehr tolle Sache. Dann können Alfalfa-Sprossen auch den Säurebasenhalt ausgleichen. Und Alfalfa-Sprossen sind vor allem auch gut für Frauen in den Wechseljahren geeignet, da die Beschwerden durch die hormonellen Wirkstoffe in der Pflanze oder in den Sprossen gelindert werden können. Also wirklich ein super geniales Superfood. Jetzt will ich noch mal kurz darauf eingehen, wie man Alfalfa-Sprossen züchten kann. Also ich verwende meistens diese Sprossen, also dieses Saatgut von Davert, Alfalfa-Saatgut. Und leider stammt es ja nicht aus Deutschland. Ich habe mich auch mal mit der Firma in Verbindung gesetzt. Das Saatgut von Alfalfa und übrigens auch von Kresse, von dieser Firma gibt es auch Kresse, stammt aus Italien, also zumindest Europa. Genau, ich verwende diese Keimsaat und ich weiche diese Alfalfa-Keimsaat ungefähr 6 Stunden in Wasser ein. Dann habe ich ja euch schon meine Keimschale gezeigt. Da gibt es auch noch so Fließeinlagen, weil diese Keimschale, die hat sehr große Löcher. Und würde das Saatgut einfach durchpurzeln. Und deswegen verwende ich da so eine Fließeinlage. Genau, nach den 6 Stunden breite ich das einfach auf dieser Fließeinlage aus und lasse es dann keimen. Manchmal ist es noch gut, das dunkel abzudecken, damit es erstmal so im Dunkeln ankeimt. Und sobald es dann keimt,
stelle ich es einfach normal ins Licht oder lasse es normal irgendwo stehen, bis so 2-3 Tage. Und dann stelle ich es richtig in die Sonne, dass sich auch wirklich die chlorophyllhaltigen Blättchen bilden können. Also ich habe ja schon mal in einem Bioladen, da war ich auch unterwegs im Urlaub, da habe ich auch mal Alfalfa-Sprossen gekauft. Die hatten überhaupt keine grünen Blättchen. Also die wurden wahrscheinlich, ich weiß nicht wo gezüchtet, aber auf keinen Fall ins Licht oder so richtig ins Licht oder in die Sonne gestellt. Also wenn möglich immer in die Sonne ins Licht stellen, dass sich diese wertvollen chlorophyllhaltigen Blättchen bilden. Das würde ich euch unbedingt empfehlen. Was ja auch ganz wichtig ist, das dauert ca. 7 bis 8 Tage, ehe man die Alfalfa-Sprossen essen kann. Nämlich erst dann hat sich so ein, also diese Samen enthalten so einen Fraßschutzstoff, Cannabinanin oder so ähnlich. Der hat sich dann erst nach 7 bis 8 Tagen vollständig abgebaut. Und danach ist diese Pflanze wirklich ein wunderbares Superfood, welches euch optimal mit Nährstoffen versorgen kann. Ach ja, während die Sprossen keimen, besprenkle ich die dann früh und abends immer mal mit ein bisschen Wasser. Also ich gieße da nicht richtig viel Wasser rein, wie wenn ich zum Beispiel Hülsenfrüchte oder Getreide keime, sondern besprenkel das immer mal nur, dass es nicht zu feucht ist und dass vor allem am Anfang auch die Samen da nicht so wegschwimmen oder dann durcheinander schwimmen, sondern besprenkel die einfach mal nur. Und ja, genau, das war es erstmal soweit zu den Alfalfa-Sprossen. Also Alfalfa-Sprossen, es gibt eigentlich keine, fast kaum vergleichbare Sprossen, die so viele Inhaltsstoffe enthalten und so wertvoll für unsere Gesundheit sind. Also die Alfalfa-Sprossen sind für mich wirklich die Nummer 2 unter den Superfoods. Weiter geht's mit der Nummer 3, meiner Top 3 Superfoods, und ich nenne wieder einen Oberbegriff. Die Nummer 3, das sind bei mir die Mikroalgen. Und da habe ich mir auch eine ganz besondere Mikroalge herausgesucht, nämlich Chlorella. Und Chlorella ist eine einzellige, sehr nährstoffreiche Süßwasseralge. Das ist die kleinste und älteste Pflanze der Welt. Und Chlorella wird hier, also wird schonend verarbeitet und oder schonend getrocknet und zu Pulver und Presslingen verarbeitet und dann zum Kauf angeboten. Ich verwende Chlorella von der Firma Pure Raw. Ich zeige euch mal, ich fülle das ja immer dann gleich in Gläser um. Ich zeige euch mal dieses schöne grüne Pulver. Und Chlorella ist ja so unglaublich nährstoffreich. Also man sagt, das ist eigentlich das Lebensmittel, das nährstoffreichste Lebensmittel, was man überhaupt finden kann. Und es hat einen extrem hohen Chlorophyllanteil. Und deswegen schätze ich Chlorella auch so, weil es uns wirklich mit allen wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen versorgen kann. Es enthält die Vitamine A, C, D, E, K1, alle Vitamine des B-Komplexes. Dann enthält es Eisen, Magnesium, Calcium, Kalium, Zink, Phosphor. Und es gibt ja auch viele Menschen, die so unter Mangel leiden, zum Beispiel, was ja verbreitet ist, ist so auch Magnesium, Calcium, Zink, Selen. Und man sagt, dass diese Alge diese Mineralstoffe in ausreichenden und ausgewogenen Zusammensetzungen enthält. Also dass man sich optimal da mit diesen Mineralstoffen versorgen kann. Also zum einen wird Chlorella kann man das als Nahrungsergänzungsmittel verwenden, und es kann so Nährstoffmängel sehr schnell und sehr gut beheben. Und zum anderen wird Chlorella auch zur Entgiftung des Körpers eingesetzt, weil Chlorella hat die Eigenschaft, Schwermetalle, Giftstoffe, Chemikalien an sich zu binden und über den Darm leicht und schnell auszuleiten. Also es kann aber allerdings keine Gifte aus dem Gehirn ausleiten, weil da gibt es ja die Blut-Hirn-Schranke. Das können dann andere Mittel wie zum Beispiel Koriander. Aber Chlorella kann unglaublich gut Gifte, Schwermetalle aus dem Gewebe lösen. Ich liebe ja chlorophyllhaltige Lebensmittel, und deswegen schätze ich auch die Chlorella-Alge so sehr. Chlorophyll ist ja der Farbstoff, der Algen oder auch Pflanzen grün färbt. Und dieser Farbstoff Chlorophyll ist ja mit unserem körpereigenen roten Farbstoff, dem Hämoglobin, sehr eng miteinander verwandt. Und Chlorophyll gilt als mächtiger Blutreiniger und Blutbildner. Chlorella wird ja auch eingesetzt, wenn ein Körper durch Amalgamfüllungen der Zähne mit Quecksilber belastet ist und entgiftet werden muss. Natürlich erst dann, wenn alle Amalgamfüllungen entfernt worden sind. Was ich noch unbedingt erwähnen möchte, das ist natürlich sehr wichtig, dass ihr unbelastetes Chlorella verwendet, wenn ihr euch entgiften möchtet. Wenn nämlich Chlorella in belastetem Gewässer gezüchtet wird, was eben mit Schwermetallen oder mit Chemikalien verunreinigt, also auch wenn es nur eine geringe Verunreinigung ist, ihr wisst ja, Chlorella hat die Eigenschaft, diese Schwermetalle, Giftstoffe, Chemikalien an sich zu binden. Und auch während sie gezüchtet wird und es kommt Verunreinigung ins Wasser, dann nimmt diese Alge auch diese Verunreinigungen auf und kann euch dann
statt zu entgiften, eher noch mehr vergiften. Also darauf solltet ihr unbedingt achten, dass Chlorella-Algen wirklich 100% unbelastet sind. Und wenn ihr euch vielleicht jetzt wundert und denkt, naja, Silke legt ja immer so Wert auf regionale oder deutsche Lebensmittel, aber Chlorella, das kommt ja aus Taiwan oder aus China, das ist ja doch jetzt nicht so nah und regional. Dieses Pulver, welches ich verwende, stammt aus Deutschland. Das wird in Klötze in der Altmark in einem 500 Kilometer langen Glasrohrsystem angebaut und kann praktisch so auch nicht verunreinigt werden durch, vor allem auch über die Luft oder andere Faktoren, die zu Verunreinigungen führen können. Deswegen schätze ich dieses Pulver so sehr. Es ist praktisch nahezu also 100% unbelastet und es kommt hier aus Deutschland. Ich habe das auch schon mal irgendwo erwähnt und da hat mir einer geschrieben, dass ja dieses Chlorella-Pulver gar nicht so chlorophyllhaltig ist wie zum Beispiel Pulver aus Taiwan oder China oder im asiatischen Raum, wo es viel mehr Sonne hat. Das kann wahrscheinlich sein, das mag ich auch gar nicht abstreiten, dass dieses Chlorella-Pulver wahrscheinlich gar nicht so einen hohen Chlorophyllgehalt hat, aber es ist auf alle Fälle unbelastet. Und ich nehme dann lieber ein bisschen weniger Chlorophyll, also in Kauf sozusagen, also dann ist es mir lieber, es hat ein bisschen weniger Chlorophyll als jetzt Chlorella aus China oder Taiwan, aber es ist unbelastet und ich kann damit optimal meinen Körper entgiften. Also das ist mir an der Stelle auf alle Fälle wichtiger. Also das Chlorella-Pulver kann ich euch auf alle Fälle empfehlen. Ich werde einfach mal einen Link zu Pure Raw oder beziehungsweise zu diesem Chlorella-Pulver euch unten in die Infobox hineinsetzen. Da könnt ihr euch einfach auch mal selber informieren. Ach, ich habe da noch eine Überraschung. Am 22. Juni startet ja meine Verlosungsaktion über mehrere Tage, die ich auf meinem Blog startet ja. Und es gibt dieses deutsche Chlorella-Pulver von Pure Raw zu gewinnen. Und ich kann euch sogar schon das Datum sagen, dieser Artikel zu diesem Pulver wird es dann am 23. Juni auf meinem Blog geben und habt ihr die Chance, deutsches Chlorella-Pulver zu gewinnen. Einfach, ihr müsst ja einfach dann nur den Artikel kommentieren und schon nehmt ihr an dieser Verlosung sozusagen teil. Genau. Abschließend will ich jetzt einfach noch sagen, das Chlorella-Pulver eignet sich unglaublich gut für eine blut- und gewebereinigende Entschlackungskur. Da kann ich euch das auf alle Fälle empfehlen. Genau. Das war es jetzt von mir. Das waren meine Top 3 Superfoods. Vogelmeere, Alfalfa und Chlorella. Ich hoffe, euch haben diese Informationen gefallen. Ihr könnt gerne einen Kommentar unter diesem Video lassen, was ihr von diesen Superfoods haltet. Und vergesst bitte nicht, bei den anderen Kanälen vorbeizuschauen. Morgen ist Christian von Christian Goes Vegan dran. Und es folgen jetzt in den nächsten Tagen ganz spannende Informationen über ganz viele verschiedene Superfoods. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit. Lasst euch gut gehen. Bis bald. Eure Silke.